hallo und herzlich willkommen zu einem mysteriösen Video auf meinem YouTube-Kanal. Wobei, so mysteriös ist es eigentlich gar nicht, weil ihr seht ja schon den Titel des Videos. Aber wir haben einen sehr nichtssagenden Titelscreen, wo ich erstmal eine Sprache auswählen muss. Und dann nehme ich doch einfach mal unsere und dann gucken wir mal, was passiert. Und was sehen unsere Augen? Eine Charakterauswahl. Und diese Charakterauswahl ist für ein Spiel, in dem ich Brion heiße. Doc Brian. Und ihr erkennt es vielleicht schon, wenn ihr es kennt. Oder wenn ihr einfach den Titel gelesen habt. Es handelt sich hierbei um Pokémon Schwert. Die 8. Generation. Und davon mein allererstes Playthrough. Ich habe Pokémon Generationen 8 und 9 noch nicht selbst gespielt. Und ich habe mir von diesen beiden Generationen auch kaum etwas angeschaut. Klar, ich kenne hier und da das ein oder andere Pokémon oder mal eine kleine Szene. Aber grundlegend gehe ich hier komplett blind rein. Und deswegen, ich habe erst überlegt, mache ich gleich irgendeinen Challenge Run oder was weiß ich, weil Pokémon ist ja jetzt nicht so das allerschwerste Spiel und sich normales Playthrough anzuschauen, vielleicht auch jetzt nicht ungefähr 4 Jahre nach Release der Version unbedingt noch das Spannendste. Aber ich wollte es auch nicht einfach so wegzocken, sondern ich dachte mir, ich laber und halte das irgendwie fest. Schadet ja keinem, wenn ich es hochlade. Ihr müsst es ja nicht gucken. So, aber doch, guckt das. Abonniert. Daumen hoch. Aktiviert auch die Glocke. Wir gehen rein. Achso, ich weiß auch noch nicht, wo die Kamera am besten hinkommt und so. Das kann sein, dass sich das im Verlauf der Parts noch alles ändert. Oh. Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen in der Welt der Pokémon. Die Galar-Region ist ein wunderbarer Ort voll unberührter Natur und bezaubernder Städte. Okay, sehen wir da im Hintergrund? Oh, sehen wir da schon die Map? Sieht die so aus, ja? Crazy, crazy. Ein fantastisches Fleckchen Erde, auf dem wir in Einklang mit zahlreichen Pokémon leben. Mhm. Und genau um diese Pokémon geht es hier. Oh, ein Elefant. Den kenne ich zum Beispiel schon, beziehungsweise die Weiterentwicklung. Wundersame Lebewesen, die aus unserem Alltag gar nicht mehr wegzudenken sind. So ist es auch doch bei uns richtigen Menschen. Seit Pokémon Rot und Blau sind wir doch dabei. Ob in den Tiefen des Meeres, den Weiten des Himmels oder den Häuserklüften der Städte. Pokémon leben überall um uns herum. Vor das riesige Stadion. Manche Menschen wetteifern miteinander, indem sie die Pokémon, die sie trainieren, im Kampf gegeneinander antreten lassen. Oh ja, Tierkämpfe. Wir kennen sie alle als Pokémon-Trainer. Ja. Hm? Oh, guck mal, es ist wirklich, als würde ich im Publikum sitzen. Oh, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Rose. Ich nehme mal an Rose und nicht Rose, weil Rose wäre ein bisschen lame. Ich nenne ihn Rose. Und ich darf Ihnen nun den allerstärksten Pokémon-Trainer von Galar präsentieren. Es ist Zeit für einen Schaukampf unseres Champs, Deleon. Heftigen Helm hat er auf. Oh, siehst du, hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich meinen Helm thematisch angemalt, Kappa. Heftige, coole Pose. Übrigens, alle, die sich wundern, warum Glurak so klein ist. Glurak ist gar nicht so groß. Glurak ist, glaube ich, nur 1,60 hoch. Von daher ist das eine sehr realistische Darstellung. So, ja, du, Deleon, der und hier, ja, das hältst du. Mein Controller vibriert. Und da sehen wir Dynamax Glurak. Genau, das ist das Besondere an Gen 8. Die Giga-Dynamax-Form. Pokémon. Schwert. Oh, ist das süß. Ein Schäfchen.
Achso, ich mache übrigens keine Stimmen nach, ne? Ich probiere immer nur ganz normal vorzulesen, weil das wird sonst gleich zu stressig. Ich lese einfach ganz normal vor und hoffe, ihr hört raus, wer es ist. Sitzen wir da und zocken mit unserem Handy. Ding Dong. Hallo, ich bin's. Jemand zu Hause? Einfach wie im echten Leben machen. Nicht antworten. Einfach weiter aufs Handy gehen. Und jeden abweisen an der Tür, der nicht angemeldet ist. Achso, der kommt einfach so rein. Chill, ich hatte einen Schlüssel. Oh, der hat ein Schäfchen-Pokémon. Hey Brian, was hast du denn da? Ist das ein neues Smartphone? Sehr cool. Hast du dir den Schaukampf von meinem großen Bruder darauf angeguckt? Okay, unser Bro ist also der kleine Bruder des Champs. Okay. Hoffentlich hast du auch seine Glurak-Pose mitgemacht, um ihn anzufeuern. Ja, klar. Oh, Mutti. Hallo, Mami. Was machst du denn hier, Hopp? Ist heute nicht der große Tag? Genau, heute ist es soweit. Ich wollte nur noch schnell Brian abholen. Das Match kann er sich ja später noch ansehen. Ich nehme sowieso alle Kämpfe von meinem Bruder auf. Also komm, lass uns gehen. Ach ja, und denk an deinen Beutel. Wir stauben bestimmt ein Mitbringsel ab. Was mag das wohl sein, Leute? Ich warte draußen auf dich. Außerin Doppelkinn. Achso, sind... Oh, wir können spielen. Aha, ich dachte, jetzt kommt noch irgendwas. Okidoki. Für meinen Mumfuck so, moin. Ja, hab ihr grüßt. Hier sind viele Bücher. Mama sieht sich auf diesem Fernseher gerne ihre Comedy-Serie an. Kann ich die Lampe anmachen? Ein eingebauter Kamin erhält einen selbst im tiefsten Winter schön kuschelig warm. In meinem Faxo-Schlafkörbchen liegen manchmal Essensreste verstreut. Ein kleiner Dreckspatz. So, oh, wir spiegeln uns nicht im Spiegel. Na gut, das wäre auch zu viel verlangt, oder? Das wäre doch auch zu viel verlangt. Der Beutel müsste in deinem Zimmer liegen und vergiss deine Mütze nicht. Man weiß nie, wie das Wetter wird. Lauf dich also noch gar nicht aus der Tür. Oh, hier ist mein Zimmerchen. Du schnappst dir den alten Beutel deines Papas. Ein bisschen wie, Demon Slayer Style. Ich wollte gerade den Namen des Hauptcharakters nennen. Aber das ist eine Sache, die mir letztens schon aufgefallen ist. Seitdem ich so viele Anime gucke, kann ich mir die ganzen Namen der Charaktere nicht mehr merken. Nicht mal mehr die Hauptcharaktere. Weil das einfach so viele japanische Namen sind und die für mein europäisches Gehirn relativ ähnlich, aber doch auch so kompliziert klingen, dass ich sie mir nicht alle merken kann. Heißt der Denji? Nee, Denji? Deduji? Genji? Bisschen peinlich, ne? So, mit dem X-Knopf öffnest du das Spielmenü. Wenn du im Spielmenü Speichern auswählst, kannst du deinen Spielfortschritt sichern. Jetzt halt's Maul, das hätte ich aber jetzt nicht gedacht. Außerdem kannst du dir im Spielmenü unter Karte die Landkarte der Region und deinen Zielort ansehen. Oh, werden wir jetzt hier durchgeleitet? Na gut. Die Abenteuerfibel kannst du jederzeit wieder zur Rate ziehen. Du findest sie bei deinen Basis-Items. Einstellungen. Texttempo maximal. Animation anschalten, Kampfstil wechseln. Ah, ich könnte ja auf nicht wechseln machen, um es ein bisschen schwerer zu machen. Aber ich will meinen ersten Run eigentlich ganz casual easy durchstellen. Spielen. So, vertikale Kamera. Das will ich noch nicht invertieren. Ich überlege gerade. Nee, ich glaube, das ist... Wir fliegen ja nicht. Ne? In einem Flugspiel würde ich es invertieren, aber zumindest die vertikale Kamera... Spitznamenanzeige, Komfortsteuerung. Erleichtert die einhändige Steuerung. Na gut, brauche ich ja nicht, ich habe ja zwei. So, Videosequenzen überspringen, natürlich nicht. Cool. So, Karte. Oha, okay. Oder eine lange Map. Hier oben haben wir tatsächlich unsere Hauptquest. Geh zu Hopp, der auf dich wartet. Ich kann auch nicht nach links und rechts. Ich kann wirklich nur nach oben und unten. Okay.
Schlummerwald und Schlummerwald. Furlongham. Oh, muss ich gleich an den Fußball-Influencer denken, an Conan Furlong. Der übrigens sehr guten Content macht. Und falls ihr den nicht kennt. Deutscher Influencer. Finde ich sehr sympathisch. Das sind die Routen, das sind die Städte. Genau, ich glaube, was ich als einziges weiß, ist, dass man hier keine klassischen Arenen hat. Also ein bisschen wie in Gen 7, da hatte man ja auch keine Arenen, sondern diese Alpha-Pokémon und so Inselmeister und so ein Bums. Und hier hat man, glaube ich, diese Stadien, wie wir gerade gesehen haben, dass das hier so eine Art Event ist. So, ja, das sind halt Engine City, okay. Das sieht mir halt so ein bisschen nach den Arenen aus. 3, 4, 5. Oh ne, es gibt deutlich mehr als 8, 6, 7, 8, 9, 10. Oh ne, es gibt 10. Okay, da war deutlich mehr doch übertrieben. Alles klar, bin ich gespannt. Man kann ja schon so ein bisschen die Biome erahnen und was man wo findet. Hier haben wir Stadion, da haben wir ein Stadion. Hier haben wir eine große. Sieht ein bisschen aus wie eine Kirche, aber ist wahrscheinlich eine Fabrik. Gut. Speichern Beutel. Was haben wir denn schon Schönes dabei? Ein Trank, 3 Stück. Und die Abenteuerfibel. Und eine Angel haben wir von Anfang an. Hört, hört. Aber was war hier unten noch? Erweiterungspass. Ein kostenpflichtiges Produkt. Nein, ich will nicht fortfahren. Ich will Pokémon spielen, Digga. So. Guck mal, wir haben ein Evoli-Poster an der Wand hängen. Cool, cool. Ein Fernseher der neuesten Generation. Der wurde zusammen mit der Konsole gekauft. Gut, was haben wir hier noch? Wir können nicht da rein. Muss man Knöpfe drücken, um Türen zu öffnen? Ich denke mal nicht. So, Moody, was los? Oh, gut siehst du aus. Der Beutel steht dir. Dann viel Spaß euch zwei. Und versprich mir, dass ihr nicht in den Wald geht. Ja, okay, ab in den Wald. Ja, Stylo Milo. Ist schon schick, oder? Für Switch-Grafik. Und Knospi. Aus dir wird Roserade. Achso, übrigens, ich weiß auch, dass in diesem Spiel wohl irgendwie nicht alle Pokémon drin sind. Also nicht alle Pokémon aller Generationen, dass halt viele fehlen. Und das ist aber eigentlich ein bisschen egal, denn für mich gilt bei einem, weil ich hier gerade Knospi gesehen habe und meinem Faxo und Roserade, das ist eins meiner Lieblings-Pokémon. Das spielt aber nicht so die große Rolle, denn beim ersten Playthrough, welches ich jemals immer in einem Pokémon-Spiel mache, nehme ich nur Pokémon dieser Generation. Das heißt, wir werden nur mit Pokémon der 8. Gen uns hier in den Main-Kämpfen fortbewegen. Außer natürlich, ich habe gerade irgendwie einen Slot offen oder so, aber das sollte ja nur am Anfang der Fall sein. Ich weiß auch gar nicht, wie viele neue Pokémon es in Gen 8 gibt, aber das finden wir alles heraus, Leute. Wow, was ist das denn für ein Beutel? Einen größeren hast du nicht gefunden, was? Aber wenn mein Bruder uns extra große Pokémon schenkt, bist du natürlich damit fein raus. Ich vermute mal, wir kriegen keine extra großen Pokémon. Oh, der hat sich gegen den Zaun gerollt. Schau mal, ein Volley, was macht es denn da? Bonk, oh. Ist das süß. Lass mal schön den Zaun in Ruhe, der hat dir doch gar nichts getan. Außerdem fängt da hinten der Schlummerwald an. Mit dem Pokémon dort ist nicht zu spaßen. Okay. Hoffentlich hat es das begriffen, aber jetzt zu uns. Lass uns ein Wettrennen machen. Wer zuletzt bei mir zu Hause ankommt, ist ein lahmes Viscora. Mit dem großen Beutel auf dem Rücken hast du keine Chance gegen mich. Haha. Ja, da so eine Handtasche, da passt nicht mal das Portemonnaie rein. Oh, die rollen, das ist einfach deren Art der Fortbewegung, sich zu rollen, oder was? Oh, ich dachte gerade, ich habe angefangen zu streamen, statt die Aufnahme zu machen. Aber nee, alles Stream, alles easy. Ich überlege gerade, ob ich in 30 FPS aufnehme beim nächsten Mal, ob das einen Unterschied macht. Denn das Spiel ist auf 30 FPS limitiert und da würde ich mir, glaube ich, einfach sehr viel Upload-Zeit sparen, wenn ich einfach auch nur mit 30 FPS aufnehme. Und natürlich meine arme Grafikkarte ein bisschen schon. Oh, hier rennen überall Vollies rum. Wer bist du denn? Hallo?
Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Man kann jetzt mit anderen Leuten Kämpfe austragen und Pokémon tauschen, indem man einfach nur durch die Gegend spaziert. Ist das nicht der Hammer? Wo kann ich hier rein? Nee. Huh, Brian Hopp wartet auf dich. Schau doch erstmal bei ihm zu Hause vorbei, bevor du in die Stadt gehst. Na gut. Dann wohnt hier wohl Dietmar Hopp. Dietmar Hopp, wir scheißen auf dein Geld. So, ich muss natürlich alles erkunden, ne? Wie gesagt, viele von euch, oder die meisten werden das Spiel eventuell kennen. Ich nicht. Ich muss mir halt alles anschauen. Ihr wisst ja, ich bin auch ein Explorer. Ich bin wieder da, Mom. Moin, Hopp. Und Brian ist auch dabei. Wie schön. Hey, Moment mal, wo ist Deleon? Dein Bruder ist noch nicht da, wie du siehst. Du und deine Ungeduld, Hopp. Aber sein Zug, so, der kommt mit dem Zug. Der hat einen Glurak und kommt mit dem Zug. Naja, gut. Aber sein Zug sollte sie jede Minute am Bahnhof von Brassbury ankommen. Aha, dann gehe ich ihn besser abholen. Elon hat einen schrecklichen Orientierungssinn. Bei ihm weiß man nie, ob er den Weg findet. Hast du leider recht. Wenn du ihn abholen könntest, hätte ich eine Sorge weniger, Hopp. Du hast meinen großen Bruder immer noch nicht kennengelernt, stimmt's, Brian? Das müssen wir unbedingt ändern. Komm, lass uns zusammen nach Brassbury gehen. Ich warte draußen auf dich. Was habt ihr für einen fancy modernen Kühlschrank? Kommen da Eiswürfel raus? Dieser riesige Kühlschrank eignet sich perfekt für eine Familie. Oder für den großen Hunger. Gucken wir erstmal, ob wir unserem Kumpel hier noch was klauen. Ach, hier ist die Oma noch, oder was? Elion ist so beschäftigt, dass er nur selten nach Hause kommt. Trotzdem sollte sein Zimmer für den Fall der Fälle immer schön sauber und aufgeräumt sein. Oder hat er den ein oder anderen Helm? Eindruckende Sammlung von Kappen. Halbe Montana Black. So. Oh, da hat er eine Switch stehen. Dass der Fernseher auf dem Hopp alle Matches des Champs mitverfolgt. Ein Bild von ihm selber oder von seinem Bruder? Eins von seinem Bruder. Und dann haben wir Glurak, Machomai und Gengar. Mhm. Ich hoffe, das sind nicht alles Pokémon im Team des Champs. Weil wenn er in Gen 8 einfach 3 Gen 1 Pokémon hat, finde ich das nicht so geil. Schnurr. Ja, Hopp ist ein großer Bruder, so etwas wie ein Superheld. Oh ja, mal heftige Pokale und Medaillen. All diese Pokale und Trophäen gehören dem Champ. Hier stehen einige Bücher, die über den Champ geschrieben wurden. Klar. Ja, cool, cool. Gut, dann hauen wir mal rein. Haben wir hier noch was? Ein paar Gebüsche. Da ist er. Hoppity Hip-Hop. Weiß nicht, ob die Musik zu leise ist. Alles startklar? Dann los. Aber pass auf, dass du dem hohen Gras nicht zu nahe kommst, okay? Wie du weißt, streuen dort lauter wilde Pokémon herum. Ich habe ja zum Glück meinen Volley, falls mich eines der wilden Pokémon angreifen sollte. Aber du bist völlig wehrlos, weil du noch kein Pokémon hast. Also bleib weg vom hohen Gras. Na, das ist ein kleiner Angeber. Oh, ja, Route 1. Cooles Schild. Schubkarre. Die nehme ich mit. Ab ins hohe Gras. Na gut. Oh, da ist eine Menschenansammlung, die natürlich nur rein zufällig dort ist. Bestimmt nichts Interessantes. Ab ins hohe Gras. Bestimmt nichts passieren, wenn wir da hinkommen. Ah, das ist schon Brassbury. Okay, dann ist das der Bahn. Ach, da ist er. Ah, da ist er schon. Der Champignon. Gott, das ist cringe. Hallo, Brassbury. Euer Champ Deleon ist wieder hier. Was für ein Empfang. Das gibt mir neue Kraft für meinen nächsten Kampf. Der Champ, es ist wirklich. Deleon ist hier. Du und dein Glurak, ihr seid einfach unschlagbar. Ja, trainiert auch fleißig eure Pokémon. Ich zähle fest darauf, dass ihr mich eines Tages zum Kampf herausfordert, um mir meinen Titel streitig zu machen. Na klar, das ist eure Herrensache, du beschließt dich unser Vorbild. Wir sind fleißig am Trainieren. Okay, sie huldigen hier alle dem Champ. Der natürlich ganz humble ist und bescheiden. So, aber so stark wie dein Glurak werden meine Pokémon bestimmt nie.
Da hast du recht. Mein Glurak ist sehr mächtig, das ist wahr. Aber auch andere Pokémon haben ihre ganz eigenen Stärken. Und genau deshalb will ich gegen die allerbesten Trainer unter euch kämpfen. Mein Wunsch ist es, dass die Trainer Galars aneinander wachsen. Ich will, dass ihr alle gemeinsam wahre Stärke erlangt. Glurak. Hey, Bruderherz, na? Ah, hopp. Wenn das mal nicht mein größter Fan ist, der mich da abholen kommt, lass dich ansehen. Mann, bist du groß geworden. Das sind gut 3 Zentimeter mehr. Gut geraten, dein Blick erzählt wirklich nichts. Aber das wundert hier sicher keinen. Und wem gehört dieses leuchtende Paar Augen? Halt, sag nichts. Bob hat mir schon allerhand von dir erzählt. Du musst Brian sein. Ich bin Deleon, der amtierende Champ und somit der allerbeste Trainer Galars. Auch sonst sind meine Eigenschaften humorvoll, gut aussehend und verdammt bescheiden. So. Meine Fans nennen mich deshalb auch Deleon den Unschlagbaren. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, bin ich außerdem ein riesiger Glurak-Fan. Genug gequatscht, ihr zwei. Jetzt machen wir erstmal ein Wettrennen bis zu unserem Haus. Bob und seine Wettrennen, immer muss er sich mit anderen messen. Wenn er doch nur einen ebenbürtigen Rivalen hätte. Zu uns. Das würde ihm dabei bestimmt helfen, sein Potenzial voll auszureizen. Oder hat er die ganzen Sponsoren hinten auf seinem Umhang drauf? So, Freunde, ich muss weiter. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, it's Champ Time. Warum ist das eigentlich die Glurak-Pose? Weil Glurak 3 Klauen hat, oder? Ohne Dartiri-Wetterhahn. Jetzt spann uns nicht länger auf die Folter, Bruderherz. Wo ist das versprochene Geschenk? Oh, hast du sie etwa vergessen? Keineswegs. Ich bin ein Mann meines Wortes. Wenn ihr die Allerbesten sein wollt, braucht ihr auch die Allerbesten. Ich weiß gerade gar nicht, was die Starter sind. Oder? Warte mal, was waren denn die Gen 8 Starter? Nee, weiß ich gar nicht mehr. Ich will, dass ihr stark werdet. Deshalb habe ich mich auch nicht lumpen lassen. Der Moment der Wahrheit, Leute. Los, meine Kleinen, zeigt den beiden, was in euch steckt. Oh mein Gott. Das Pflanzen-Pokémon Chimpep. Das Feuer-Pokémon Hoplo. Das Wasser-Pokémon Memeon. Ah, doch, 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 jetzt erinnere ich mich, okay. Ist das Feuerding nicht wieder so ein Feuerkampf-Kack gewesen? Ich muss mal kurz googeln. Aber schon knuffig. Oha, guck mal. Aber meine Wahl ist eigentlich schon gefallen. Beim Wasser-Pokémon weiß ich, wie die letzte Entwicklung aussieht. Beim Feuer-Pokémon weiß ich es auch. Ich glaube, beim Pflanzen-Pokémon habe ich auch was vor Augen. Genug gespielt. Kommt mal bitte wieder her. Dann wollen wir gleich mal wählen. So, warte, ich muss bloß noch gucken, welche Typkombination das hat. Das ist rein Feuer. Okay. Aber egal. Feuer nehmen nur Mainstream-Leute. Ja. Deswegen ist Glurak auch der schlechteste Gen 1 Starter. Das war ein sehr gutes Pokémon. Ein cooles Teil. Ne? Aber Glurak. Jedes kleine Kind wollte unbedingt den coolen Feuerdrachen haben. Glurak kriegt immer die Sonderbehandlung. Dabei ist Bisaflor eindeutig der beste. Ein Spinnenweben-Ding genau vor der Kamera. Eindeutig der beste Gen 1 Starter. Dicht gefolgt von Turtok und weit, weit, weit vor Glurak. So. Du zuerst. Ich habe ja schon meinen Volley. Ja. Also. Hiervon sieht die finale Entwicklung aus. Ja, wollen wir nicht drüber reden. Das ist das Feuer-Pokémon. Und das hier werden wir nehmen. Kommt die Pflanze und strahlt die innere Ruhe des Waldes aus. Entscheidest du dich für das Pflanzen-Pokémon Chimpep? Jawohl, das machen wir. Du hast dich für Chimpep entschieden. Möchtest du Chimpep einen Spitznamen geben? Nein. Das mache ich auch im ersten Run nicht oder auch sonst meistens nicht. Denn ich muss mir jetzt erstmal die richtigen Namen von den Viechern überhaupt merken, weil ich kenne ja Gen 8 noch nicht so gut. Deswegen, ja, kenne ich vielleicht, keine Ahnung, die Namen von 3 von 100 Pokémon. Du hast dir Chimpep ausgesucht. Gute Wahl. Dann entscheide ich mich für Memeon. Oh, der nimmt das Schwächere.
Wir uns beim Training so richtig reinhängen, okay? Ich will nämlich der nächste Champ werden. Jetzt erstmal Walzer von Wolli. Das habe ich mir schon gedacht. Deshalb habe ich nicht nur dir, sondern auch Brian ein Pokémon geschenkt. So könnt ihr miteinander wetteifern. Das ist die beste Methode, um stärker zu werden. Wer weiß, vielleicht schafft ihr ja irgendwann so gut zu werden wie ich. Sorry, Bro. Und du kommst mit mir, kleines Pokémon. Ah, das könnte natürlich dann sein, dass der Champ das behält und am Ende mit Hoplo kommt. Du und Glurak werdet hoffentlich gute Freunde. Es ist strikt und stark, aber es hat ein gutes Herz. So, jetzt wird aber erstmal gegessen. Für eure Pokémon ist natürlich auch gesorgt. Oh, Digga, Barbecue of Dreams. Köstlich, wie sie brutzelt. Oh, der ist richtig gehypt, der hat voll Bock auf Essen. Aber der hat auch Hunger, wenn er den ganzen Tag nur rumrennt. Ding, 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 ding. Am nächsten Tag. Gib's zu, Hop, du bist gestern bestimmt bis in die Puppen wach geblieben, um mit deinem neuen Pokémon zu spielen, stimmt's? Ich wette, ihr kommt schon richtig gut miteinander aus. Und ab, Bruderherz. Ryan und Chimpep haben sich auch schon gut angefreundet. Sehr schön. Gegenseitiges Vertrauen ist das A und O für einen Trainer und seine Pokémon. Behandelt immer den Glauben... Behaltet immer den Glauben. Ist jetzt hier irgendwo eine Spinne unterwegs? Was ist ja Spinne? Behaltet immer den Glauben aneinander, gebt nie auf und kämpft. Nur dann werdet ihr irgendwann zu meinen würdigen Rivalen. Hallo? Was schaust du ihnen denn dabei an? Wenn jemand dein Rivale wird, dann wohl ich? Na warte, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ab heute sind Brian und ich Rivalen. Im Kampf darum, wer dein Rivale sein darf. Ach so, okay. Ein bisschen wie Schach, die Weltmeisterschaft. Da sind nämlich auch den Weltmeister und dann gibt es ein Turnier und der Gewinner des Turniers darf gegen den Weltmeister antreten. Der ja dann bald nicht mehr Magnus Carlsen sein wird. Der ist nämlich zurückgetreten. So, aber kommen wir zurück zu Pokémon. Wie du weißt, werden Pokémon nicht von allein stärker. Das heißt, wir müssen unsere Pokémon trainieren und mit ihnen Kämpfe bestreiten. Moment mal. Ob ihr es verdient habt, euch waschechte Trainer zu nennen, entscheide ich. Und um das herauszufinden, will ich, dass ihr kämpft. Wie sieht's aus? Bist du bereit für den ersten richtigen Pokémon-Kampf deines Lebens? Nö, ich gehe nach Hause. Glaubt an eure Pokémon, schließt sie ins Herz und sorgt euch immer gut um sie. Irgendwann entwickelt ihr dann ein Gespür dafür, welche Attacken das Beste aus ihnen herausholen. So machen Kämpfe auch gleich viel mehr Spaß. Seid ihr und eure Pokémon bereit für den Kampf? Dann lasst es mal krachen. Ich habe jeden einzelnen Kampf meines Bruders gesehen. Ich kenne alle Zeitschriften und Bücher, die er in seinem Zimmer hat, in- und auswendig. Mir macht keiner was vor. Ich weiß genau, wie man einen Pokémon-Kampf gewinnt. Der ist so ein bisschen fanatisch. Ob mit... Oh, sag nicht, der hat zwei Pokémon. Wie soll ich das gewinnen, Digga? Das ist natürlich hochgradig unfair. Auf in den Pokémon-Kampf. Ich habe schon zwei Pokémon. So. Ah ja, genau. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass ich davor sitze. Grundlegend sehen wir da nur Level und EP. Und KP. Wenn ich jetzt auf Kampf drücke... Weiß nicht, ob die anderen beiden Attacken da drüber kommen oder daneben. Ich würde sagen, ich bleibe erstmal unten links sitzen. Und guck dann, wenn wir mehr Attacken haben, ob das auch gut ist. Aber so, jetzt möchte ich mir erstmal die Stats meines Pokémons anschauen. Ne? So. Alles klar, wir haben... Ich glaube, Rot ist gut, ne? Wir haben Plus Spezialverteidigung und Minus Spezialangriff. Aber das Pokémon wirkt mir eh so, als wäre es eher physisch. Von daher ist es gar nicht schlecht. Es ist nicht gut, aber es ist auch nicht schlecht. Kratzer, Heuler, wir haben noch keine Pflanzenattacke. Dann hauen wir mal rein. Chimpep setzt Kratzer ein. Oh, es rollt sich so süß. Aber doch, ich glaube, ich muss hier aus der Ecke weg. Man sieht voll die Falten in meinem Greenscreen. So, Erfahrungspunkte erhalten. Level up! Und eine Pflanzenattacke, oder?
damit wir das andere Viech auch noch besiegen können. So, Zweigstoß. Ach, sieht man trotzdem. Na gut. Nicht so schnell, ich habe noch ein Ass im Ärmel. Wer hätte das gedacht? Jetzt sitze ich halt vorm Dialog. Ich meine, ich könnte mich natürlich auch weiter oben hinsetzen. Und sagt, ich gehe irgendwie hier hin oder so. Aber ich finde, das sieht immer kacke aus, wenn man ohne Rahmen einfach so in der Luft sitzt. Aber vielleicht mache ich es dann für Pokémon so, dass ich einfach über dem Feld hier sitze. Ah, hilft ja nichts, ne? So, warte, dann gucken wir uns gleich mal die Stats von Zweigstoß an, weil die Attacke kenne ich nicht. Wo kann ich das hier auch gleich rechts? Oh, Tatsache. Okay, 40er physischer Move. 100 Genauigkeit. Das heißt, wir haben schon mal Stab, haben wir schon mal 60. Sind noch sehr effektiv, haben wir 120 Damage. Und ein Level Advantage. Hui. Boah, das sieht auch scheiße aus, wenn ich jetzt hier so halb drüber sitze. Ach Mann. Dass es auch nicht alles schön bündig ist. Ich denke jetzt im nächsten Part mal noch was aus. So, nochmal Zweigstoß, let's go. Ich mache mich jetzt erstmal wieder unten hin. Und dann gucken wir mal. Und gleich Level 7. Das geht ja wie das Brezeln backen. Ich hatte 2 Pokémon dabei und habe trotzdem verloren. Du und Chimpep seid echt krass. Kriegen wir gleich mal 400 Tacken. Schön. Wow, du bist unglaublich. Jetzt weiß ich, warum mein Bruder nicht nur mir, sondern auch dir ein Pokémon geschenkt hat. Was für ein packender Kampf. Um ein Haar hätte ich Glurak rausgelassen und selbst mitgekämpft. Einfach 2 kleine Kinder kriegen ihre ersten Pokémon. Ja, Glurak, Digga. Jetzt mach ich aber mein Gelände. Ihr habt euch großartig geschlagen und eure Pokémon waren auch einsame Spritze. Spitze. Aber jetzt mache ich sie erstmal wieder fit. Sie sind bestimmt erschöpft. Du hast echt Talent, Brian. Deshalb würde ich dich gerne um etwas bitten. Ich will, dass du Hobbs Rivale wirst, damit ihr aneinander wachst und gemeinsam stark werdet. Ich will noch viel stärker werden. Was sagst du, Bruder Hanf? Bruderherz, bin ich bereit für meinen ersten Arena-Kampf? So wird ein Satz draus. Puh, du machst wirklich keine halben Sachen. Du willst also an der Arena-Challenge teilnehmen, dem größten Turnier Galars? Wenn das so ist, dann solltet ihr euch zuallererst mehr Wissen über Pokémon aneignen. Vor allem du, Brian. Ich schlage vor, ihr besorgt euch einen Pokédex. Ein Pokédex wird euch helfen, die Stärken und Schwächen eurer Pokémon zu verstehen. So gesehen ist ein Pokédex nicht bloß mit Daten, sondern auch mit der Liebe eines Trainers zu seinen Pokémon gefüllt. Versteht ihr? Wenn mein Bruder sagt, dass echte Trainer sowas brauchen, dann ist das auch so. Schauen wir gleich im Pokémon-Labor vorbei, um meinen Pokédex abzugreifen, Brian. Let's go! Ich mag deinen Enthusiasmus. Alter. Ich mag deinen Enthusiasmus, Hopp. Okay, ich sag der Professorin Bescheid, dass ihr kommt. Mein Traum ist es, der nächste Champion zu werden. Den Pokédex kriege ich mit Links vervollständigt. Man wird sich noch lange von meinen Taten erzählen. Die Legende von Hopp beginnt hier. Du solltest noch deiner Mutter Bescheid sagen, dass wir uns einen Pokédex holen gehen. Alles klar, aber bevor wir uns den Pokédex holen, würde ich sagen, können wir die Einführung, die Pilotfolge Part 1 hier beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Pokémon Schwert. Bis dahin, haut rein, wir sind irgendwo im Internet. Euer Brian Knutschi.